Und weiter mit der Folge 31 in Assassin's Creed Valhalla. So, wir machen mit der Quest weiter. Falscherei ist übrigens der Hauptquest. Und wir müssen Sigurd Bericht erstatten. Dann schauen wir doch mal. Das sollte gleich hier unten sein. Und dann schauen wir mal, ob wir den König in der Folge finden. Der sich hier irgendwo versteckt hält, der Schlingel, der. Genau, da vorne sind sie auch schon. Sigurd hat uns alles erzählt. Gut gemacht. Legra Kester und Tempelburg. Was wissen wir über diese Orte? Legra Kester ist ein großes Dorf. Und Tempelburg ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da. So schnell wie möglich. Und was machen wir mit Torna? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Das lass mal meine Sorge sein. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legra Kester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Mehrere Quests angenommen. Legra-Kester. Und hier oben Temple Birth. Dann gehen wir gleich mal hier hin. Können wir nämlich hinreisen. Schnellreise. Spart natürlich sehr viel Zeit, da wir vorher schon alles aufgedeckt haben. Finde Ivar und sprich mit ihm. Schau mal, wo er ist. Dass er hier draußen irgendwo steht. Er müsste eigentlich hier sein. Was soll denn ja schon wieder sein jetzt?
Ist Erde hier oben? Ah, das ist so, okay. Okay. Iva! Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggrät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uba und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgrit hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Späher kommt nicht wieder. Der ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burgred uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Späher und ich gehe rein. Okay. Durchsuche die Kirche, durchsuche das alte Badehaus. Ah, hier waren wir ja schon mal. Ich glaube, da oben kommt man auch relativ gut rein. Das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrids Anweisung. Leofrids Anweisung? Stockwerk über uns. Hier ist ein Brief. Schafft das Getreide ins Badehaus, haltet es bis zu einer Rückkehr unter Verschluss. Manche Bauern werden sich womöglich wehren. Seid nicht zu hart zu ihnen. Wir nehmen ihnen ihre Lebensgrundlage, ohne versprechen zu können, dass sie je wieder alles zurückerhalten. Okay, also ins Badehaus. Oder? Nee. Ha!
Leobert. Eivor. Hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivars Speer. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofrid kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Eva, bring mir dich schnell hier raus. Sprich mit Coldbeth. Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Bitte die Soldaten auf dem Marktplatz. Verletzt? Sag was! Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht, Sheolbert. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Eva? Cheolbert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Eva hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedun und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgreds Frau Ettlesweet ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Okay, hab noch Tempelburg. Was ist denn das überhaupt immer viel komischer? Achso, ich kann untertauchen. Okay. Dann schauen wir auf die Karte. Die Mauern von Templebirds. Da muss ich fast hinreiten, oder? Da müssen wir reiten. Straße folgen. Machen wir das so. Da reitet er selber. Auch nicht schlecht.
Das ist auch cool eigentlich. Das erste Mal jetzt im Pferd so, dass ich so reite, du. Doch. Da habe ich auch eine Riesenburg, ja. Müsste wirklich da sein. Okay. Dann schauen wir mal, wo Sigurd ist. Unser Bruder. Besser geschlagen als dein schweigsamer Freund. Der sagt nie wieder was. Ja. Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer aus der Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Bogrod ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Ettlesweet. Nach Tamevjord haben die beiden sich wohl getrennt. Das habe ich von Cheolbert in Legrakester auch gehört. Cheolbert? Was hat der dort gemacht? Ivar. Eine lange Geschichte, aber es geht ihm gut. Ich schickte ihn nach Heopedun. Was ist hier der Plan? Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Ettlesweet finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Ettlesweet zu holen. Möge Odin euch leiten. Okay. Die Sachsen werden uns nicht durch die Vordertür hereinbitten. Wir können versuchen, nicht aufzufallen. Oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Ach, Eivor. Davon habe ich immer geträumt. Umherzustreifen, um einen König zu suchen? Vom Wikingerleben. Mit dir. Mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern. Freundschaften schließen. Und wenn ich dafür so ein Wiesel quer durchs Land verfolgen muss, dann sei es so. Ich bin genau, wo ich sein will. Sieh mal nach, Sühnen. Irgendwo hier soll sie sein. Dann denken wir mal, dass sie da unten drin ist. Diese quer durchs Land verfolgen muss, dann sei es so. Ich bin genau, wo ich sollte sein. Keine Aufmerksamkeit. Als Bruder. Das mal auf die Wikinger-Art. Komm zurück und stell dich mir! Komm wieder hoch? Nein! Ey, was machst du denn? Du willst hier rein. Na, ich denke mal, dass sie hier drin sein wird. Folgt mir
Ihr drei, verschwindet. Lady Ethelsweet. Ethelsweet hat alle Mühe gegeben, euch zu verstecken. Aber ganz erfolgreich war er nicht. Lasst meine Mägde frei. Sie haben nichts mit unseren Streitigkeiten zu schaffen. Hörst du das, Eivor? Edel, selbstlos. Mit so jemandem muss man Vereinbarungen treffen. Eine außergewöhnliche Frau. Wir sind nur auf der Suche nach dem König. Sag uns, wo Burgred sich aufhält, und wir werden kein Blut vergießen. Bitte, ich weiß nichts. Gut gemacht, Sigurd. Sie versteht nur den Ernst der Lage nicht. Aber das wird sie schon bald. Moment. Das sind Hände, die Wäsche waschen. Die Hände einer Dienerin. Sie soll uns täuschen. Bewacht die Mägde. Ich folge Ethelsweet. Verteilt euch! Wir schaffen das! Aha. Warte mal. Oh, Pferd! Du sitzt du denn da, Bitch? Alter. Kann ich das mal bitte in Ruhe verschnüren? Gestalt. Wo sind denn plötzlich deine Manieren hin? Das frag ich auch. Lass mich gehen! Ich befehle es! Nach allem, was du versucht hast? Ich bin doch nicht verrückt. Ist dir überhaupt bewusst, was du hier tust? Ich bin die hohe Lady von Mercia. Mir egal, wer du bist. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich rede nicht. Nicht mit dir und auch nicht mit deinen Leuten. Das solltest du noch mal überdenken, deinem Volk zuliebe. Wer weiß, wie viele noch sterben müssen durch meine Leute. Du machst mir keine Angst. Dann bist du töricht. Lady Ethelsweet. Nicht dein bester Tag, was? Der Herr wird deine Seele verdammen, wenn er sie findet. Ein guter Fang, Eivor. Sie dichtet fast besser als du. Wo ist meine Kathleen? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ach, deine Magd, meinst du? Die sich mutig in edle Gewänder warf? Die ist angekettet, zusammen mit den anderen.
Ich bringe die Weiber nach Tamelfjord, damit sie gesprächiger werden. Wenn sie auch nur einen Kratzer bekommt. Ich rede mit Sheolwulf. Vielleicht hat er eine Idee, wie wir zu ihr durchdringen können. Wir sehen uns dort. Sigurd, was ist mit diesen Gefangenen? Wir haben, was wir brauchen. Lass sie frei. Gottes Segen sei mit dir. Danke. Okay. Schauen wir auf die Karte. Gut, dann schauen wir, wie es weitergeht. Jetzt haben sie schon einen neuen Hinweis auf den König. Du bist dran. Mit mir redet sie nicht. Eivor macht das schon. Los. Oh, das Schweinestall. Mein Freund Ober ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgred sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen. Für einen König, der sich feige verkriecht und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen? Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Sheolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Sheolwulf gibt sein Bestes, um dieses neue Land auf einer gemeinsamen Idee zu gründen. Nach meiner Meinung ist er der wahre Sohn Mercias. Ich spucke auf ihn. Alles Leben, was er in Mercia aufbaut, steht auf den Gräbern der edlen Leute, die ihr Leben gaben, um es zu verteidigen. Je länger sich das hinzieht, desto wahrer wird diese Aussage. Wir haben Cheopedon und Tamelfjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tane und die Männer von Mercia? Nein, nur Leofried ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofried. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal, wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Schweine müssen fressen. Leider lässt sich ihr Hunger nicht so leicht stillen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie damit fertig sind und nach frischem Fleisch suchen. Der Geruch von Schweinescheiße danach? Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Erzählungen wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das sein Reich in der dunkelsten Stunde im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Sheolwulfs Versprechen. Und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch? Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alne und Arue aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamelfjord freihalten. Wo treffen wir uns?
Bring ihn zu der Brücke bei Venonis. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Okay. Die Köpfe waren eine gute Idee. Sowas gefällt mir eigentlich nicht. Aber sie hat geredet. Übertreibungen? So bin ich. Irgendwie ist der coole Typ. Stapelt die Soldaten hier! Sollen die Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet? Ah! Okay. Das ist vielleicht in der Gruft, da wo wir nicht reinkommen, sind wir zu der Rüstung. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wir sind der letzte Schatz, der uns fehlt, hier in dem Gebiet. Greifen uns aber auch nicht an. Weg da! Köter! Du warst das! Stirb! Alte Gruppe ist im Süden. Du entkommst mir nicht so einfach. Ich beschäftige die Ratte. Ja, Gott verfluche solche Dinger. Schwer bewacht für eine Gruft. Die Toten werden sie sicher nicht beschützen. Na, hier war das nicht. Sicher ganz nah dran. Augenblick! Gott verflucht! Ein König! Eindringlinge! Ah! Nein, 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 das kann nicht sein!
Das ist ein Brotmesser, Burgred. Willst du mich mit Butter beschmieren? Zurück, habe ich gesagt. Ich werde kämpfen. Wenn du drauf bestehst. Du wirst mich töten müssen. Das? Zu deinem Glück wird es soweit nicht kommen. Ich bin hier der König. Wir müssen jetzt los, sonst verpassen wir noch die Krönungszeremonie. Na, jetzt muss ich mir erstmal meine Rüstung holen. Was? Deine Wunsch entsprechend habe ich einige Veränderungen an der Dänenaxt vorgenommen, die du mir gebracht hast. Du wirst bemerken, dass der Schaft, der Bauch und der Nacken für einen Mann seiner Statur angepasst wurden. Sie zu schwingen wird etwas anstrengender, aber du wirst dich daran gewöhnen. Wie immer habe ich die Schneide geschärft, damit lassen sich Haare spalten, also pass auf deine Finger auf. Ich hörte, es sei eben diese Axt, die man einst aus deiner Schulter zog. Gefällt mir. Liebe Grüße an ihn, den du damit spaltest. Okidoki. Die werden wir uns doch gleich mal gönnen. 69. Ah, die ist schon viel stärker. Ah, da müssen wir schauen. Mal schauen, was wir mit der noch machen können. Grabaxt. Schauen wir mal, ob wir hier gleich rausgehen können. Meter. Können wir denn aufs Pferd legen? Ablegen. Lass mich sofort hier runter! Ja, komm. Ihr seid ein Schandfleck dieser Erde. Ihr allesamt. Eine lästige Plage. Ihr habt Mercia nicht verdient. Der Sieger trägt die Beute davon. Man muss gewinnen, um Mercia verdient zu haben. Das ist doch kein Widerstand. Eivor! Hier entlang! Wir müssen los, schnell! Gleich hinter dir. Na, wir werden einfach nur reiten.
Kennst du das? Nein! Nein, ihr! Ihr gottloses Ungeziefer! Damit kommt ihr nicht durch! Sehr schön! Alles ist im Wandel, Bogret. Es fehlt nur noch die Krönung. Ein Vitenagemot mit den hohen Leuten von Mercia. Bogret, mein Herz! Meine Teure, bist du verletzt? Haben sie dir wehgetan? Nein, mir geht es gut. Wir müssen weiter. Dein König wartet schon. Der Tod erwartet euch, Dänen. Euer Ende war beschieden, als ihr es auf mich abgesehen hattet. Dafür habe ich gesorgt. Die Eiferer werden eure Namen bald kennen. Wo auch immer ihr seid und wie weit ihr auch reist, sie werden euch finden. Genug gepiepse, du fiepsender Sperling. Lass meinen Bruder den Irren von Tamevjord sein. Eiferer. Was meint er damit? Lass ihn reden. Das sind verzweifelte Drohgebärden. Mehr nicht. Geh ein Stück mit mir, Wolfsmal. Es ist noch Zeit bis zur Zeremonie. Wohin denn? Ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich will nur feiern. Hätte ich gar nicht von dir gedacht. Du hast ein düsteres Urteil über mich gefällt, was? Das ist nicht schlimm, denn ich habe mir auch eine Meinung über dich gebildet. Führst du ein Lamm zur Schlachtbank? Siehst du, was ich meine? Düster. Zu düster. Ihr da! Setz dich. Ich weiß, ich war ein Arsch. Du bist eine gute Kriegerin, das respektiere ich. Mögen alle wissen, dass Ivar der Knochenlose Eivor als Freundin betrachtet. Wer nennt dich Knochenlos? Ein Wurm in Irland. Hab meinen Speer in seinen Eingeweiden gesäubert. Er nannte mich Knochenlos, weil ich mich wie Schilf im Wind bewege. Nicht, weil du immer zu betrunken zum Pflügen bist? Valhall. Dorthin zieht es mich. Ich kann das Blut riechen und den Met schmecken. Ich werde mit meiner Axt in der Hand neben dem Hohn sitzen. Ein passendes Ende für einen Ragnarsson. Sollte man meinen, was? Ich, Halfdan, wir werden dort sein. Aber Ober, nein. Wir jagen nicht demselben Sieg nach. Nicht mehr. Was will Ober denn? Er will irgendwo auf einem Bauernhof alt und fett werden, umgeben von lauter kleinen Obers. Er will einen Erben. Davon träumen viele. Krieger nicht. Dringer wie wir träumen von anderen Dingen. Früher war es nicht so, aber Englerland hat ihn verweichlicht. Wie war er denn früher? Wie ich. Grimmig. Wild. Bei allem Respekt, aber ich glaube, niemand ist wie du. Sollte das ein Kompliment sein? Ich meine nur, dass die Dinge früher einfacher waren. Wenn es dich so sehr stört, warum ziehst du nicht ohne ihn los? Weil er mein Bruder ist. Ich liebe ihn. Und ich werde tun, was nötig ist, um ihn wieder von meinem Weg zu überzeugen. Wir alle sind Krieger. Und zwar bis zu unserem Tod. Ein bisschen besoffen. Ich habe mich wieder selbst übertroffen. Habe ich die Krönung verpasst? Gib dich zum Langhaus.
Ja, der wird besoffen. Wo ist mein Sohn? Wir sandten Wort nach Riopedun. Keine Antwort, mein Herr. Wir sollten jetzt weitermachen. Du hast mich aufgespürt, alter Freund. Und hier stehe ich nun vor dem Thron, der eben noch meiner war. Hier sollst du die Entscheidung dieses Vitenagemots anerkennen, dass du nicht geeignet bist zu führen und hiermit abgesetzt wirst. Wir verlangen hiermit, dass du Königreich und Krone am Tarn Zeolwulf abtrittst. Mercia hat gesprochen, Herr. Die Krone. Bist du es, alter Freund? Ach ja, ich kann es sehen. Vergib mir. Das Gewand der Rechtschaffenheit sitzt nicht gut auf deinen Schultern. Warum hat er noch Waffen? Wenn der Himmel mich fälschlicherweise zum König krönte, verzeiht seine irrenden Weisung. Amen. So, wo ist meine Krone? Verzeih meine Aufregung. Hier bin ich nun. Ein aufrechter Mann, der nie gelernt hat, niederzuknien. Und doch will ich es versuchen. Ah, so einfach ist das. Ganz ohne Angst und ohne jegliches Gefühl. Er macht sich über dich lustig. Leg ihn um. Keine Sorge, Däne. Ich werde diese Krone abgeben und dieses ganze heidenverseuchte Königreich und die Gunst dieser heuchlerischen Männer. Aber nur zu meinen Bedingungen. Meine Forderungen sind einfach. Erstens müssen... Du Narr, sieh dich doch um. Niemand hier folgt dir mehr. Flehe um dein Leben, denn mehr wird dir hier niemand mehr zusprechen. Ja, ja, Verzeihung, ich tu mir nicht weh. Ich beschwöre dich, bitte. Ich werde fortgehen. Hier. Ich trete sie ab! Hier! Bringt ihn und seine Frau nach Rom. Er ist hiermit ausgestoßen und soll niemals mehr wiederkehren. Das Vitenagemot anerkennt König Zeolwulf von Mercia, Zweiter seines Namens, ein gerechter und gnädiger König. Gott schütze ihn! Hoffentlich war das die Schererei wert. Mercische Soldaten marschieren nach Riopedun. Leofrid, treu bis zum bitteren Ende, der Bastard. Trommelt alle zusammen und teilt sie zwischen Nord- und Südtor auf. Das dürfte sein Heer teilen. Chiolbert ist dort. Eivor, du musst meinen Sohn retten. Er wird das überstehen. Versprochen. Ich bleibe hier bei Chiolwulf. Geh. Okay. Ugh.
müssen wir hin? Oben. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, Leute. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Dann schauen wir natürlich, wie es hier mit der Quest Schwer wiegt der Kopf weitergeht. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.